Boris und Lübbecke, das ist der wahre Trennungsgrund. Jetzt ist es offiziell. Boris, 50, und Lübbecke, 41, haben sich getrennt. Eine schockierende Nachricht, und dennoch nicht allzu überraschend. Denn es kriselte schon lange zwischen dem Ehepaar. Ist das Insolvenzverfahren der Grund für die Trennung? Nach 13 Jahren Beziehung mit 9 Jahren Ehe ist nun alles vorbei. Boris und Lübbecke bestätigten ihr Eheaus gegenüber der Bild. Auch wenn sie den Schein einer funktionierenden Beziehung offenbar bis zuletzt wahren wollten, ließ sich jedoch nicht komplett verbergen, wie schlecht es tatsächlich um ihre Ehe stand. Obwohl das Insolvenzverfahren um Boris Becker hinter der Trennung steckt? Ein britisches Gericht erklärte den Ex-Tennis-Profi für bankrott. Lübbecke, er ist schon lange gemein zu mir. Die Pleite lässt Lübbecke in ihren Erklärungen zur Ehekrise zwar außen vor, verriet bereits im Sommer vergangenen Jahres dennoch private Details. Ich habe einen Riesenstreit mit Boris. Aber ich möchte Boris nicht die Sendezeit geben. Ich möchte seinen Namen nicht erwähnen und auch nicht über ihn reden. Er ist schon lange gemein zu mir, erzählte die 41-Jährige in einer Folge der ProSieben-Show Global Gladiators vor laufenden TV-Kameras. Zum Thema Scheidung sagte sie damals, ich weiß nicht. Sag niemals nie. Wann die Beckers sich scheiden lassen, ist weiterhin unklar. Klar ist jedoch, Frau und Herrn Becker ist diese Entscheidung nach 13 Jahren Beziehung und über 9 Ehen nicht leicht gefallen. Am wichtigsten ist beiden Mandanten das Wohlergehen des gemeinsamen Sohnes Amadeus, teilte der Anwalt laut Bild mit. Die Trennung war einvernehmlich und freundschaftlich. Lee und Boris Becker hätten sich demnach einvernehmlich und freundschaftlich getrennt. Die Pleite-Nachricht soll eine harte Zeit für Lee Becker mit sich gebracht haben, wie sie der britischen The Mail vor einiger Zeit verraten haben soll. Sie soll erzählt haben, dass sie ihrem Mann dennoch beigestanden habe, der Druck der Öffentlichkeit jedoch immer größer geworden sei. Angeblich sei so eine Beziehungskrise entstanden und Lee habe Ablenkung im Alkohol gesucht. Einige Aussagen will Lübbecke jedoch nicht getätigt haben, wie ihr Anwalt später mitteilte. Dass das Gespräch stattgefunden habe, dementierte sie jedoch nicht. Dass etwas im Argen lag, wollten einige Beobachter auch in Lilles Glückwünschen zum 50. Geburtstags von Boris Becker erkannt haben. So lange kriselte es bereits zwischen Lee und Boris Becker. Im Gespräch mit der Bild am Sonntag sagte Lee Becker über ihren noch Ehemann, ich wünsche ihm alles Glück der Welt, Gesundheit und dass er endlich zur Ruhe kommt. Und? Dass alle seine Wünsche in Erfüllung gehen. Für viele Leser klang das eher nach den Wünschen für einen Bekannten und nicht für den eigenen Mann. Die Liebe zwischen Lee und Boris Becker ist also verschwunden, und das nicht erst seit gestern. Das Paar geht nun getrennte Wege. Umso schöner aber, dass sie dennoch für ihren gemeinsamen Sohn Amadeus, der erst 2008 geboren wurde, da sein wollen.
wünschen wir Ihnen, dass das gut gelingt.